Wie stark muss die Kraft F sein, um die Masse M gleich 75 Kilogramm anzuheben, wenn die Masse eine Rolle 0,15 Kilogramm beträgt? Das sind also die Angaben. Was wir suchen, ist die Stärke der Kraft F, die an diesem Flaschenzug anzuwenden ist. Da wir eine lose Rolle haben, wissen wir, dass die Kraft, die anzuwenden ist, gleich ist zur Hälfte der Gewichtskraft. Wir wissen auch, dass man eine Gewichtskraft berechnet durch klein m mal klein g, wo klein g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Wir starten also mit dieser Gleichheit F gleich g halbe. Aber da hier die Masse eine Rolle angegeben ist, bedeutet das, dass wir die Masse eine Rolle hier nicht vernachlässigen, was also bedeutet, das, was anzuheben ist, ist diese Masse und diese Rolle. Also für G setzen wir ein Masse M plus Masse einer Rolle mal G. Das Ganze wird dann noch durch 2 geteilt. Jetzt brauchen wir hier M von einer Rolle und klein g nur durch diese jeweiligen Werte zu ersetzen und finden somit, dass die Stärke der anzuwendenden Kraft 368,6 Newton beträgt.